Shavasana in die Rückenentspannungslage für die Anfangsentspannung. Und so liege ganz entspannt auf dem Rücken. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Füße fallen entspannt nach außen, die Zehen, sodass auch die Beine ganz entspannt da sein können. Und lasse die Hände ein bisschen abgewinkelt vom Körper, die Arme ein bisschen abgewinkelt am Boden absinken. Und jetzt atme einige Male tief ein, die Bauchdecke hebt sich beim Einatmen und mit dem Ausatmen sinkt die Bauchdecke wieder nach unten. Atme tief frische Lebensluft, frisches Prana ein und atme alles, was du jetzt nicht für diese Yogastunde brauchst, alle Anspannung wieder aus. Atme frisches Prana, göttliche Liebe in Form von Luft ein und atme alle Sorgen, alle Anspannung aus. Lass sie in die Matte, in den Boden absinken, übergib sie Mutter Erde. Und wenn du auf diese Weise ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet hast, dann lasse jetzt deinen Atem ganz natürlich und ganz frei fließen, so wie er von selbst kommen und gehen möchte. Sanftes Einströmen der Luft in die Lungen, in den Bauchraum und ausatmen, loslassen, entspannen. Jetzt nimm auch den Kontakt deines Körpers mit der Matte, mit dem Boden wahr. Spüre von Kopf bis Fuß, wie all deine Körperteile auf dem Boden sanft aufliegen. Und sanftes Ein- und Ausatmen geschieht wie von selbst. Und mit jedem Ausatmen darfst du dich tiefer und tiefer in deine Matte hineinsinken lassen, wie als wäre diese aus Watte. Einatmen, göttliche Liebe, Prana einatmen und ausatmend entspannen in die Matte hineinsinken. Und je tiefer du in die Matte hineinsinkst, je tiefer du in die Entspannung gleitest, mit jedem Atemzug ein- und ausatmend, desto mehr wächst vielleicht deine innere Bereitschaft, dich jetzt immer tiefer und tiefer auch in dich selbst hineinsinken zu lassen. Mit jedem Ein- und Ausatmen, ausatmend, loslassend, immer ein Stückchen tiefer und tiefer hinein in dich selbst. Ganz tief in dich selbst, ins Herz, ins Zentrum deines wahren Selbstes, wo du schon immer fort völlig entspannt, voller göttlicher Liebe und Gelassenheit bist. Und hin zu diesem Ort begleite ich dich jetzt noch mit einem Mantra-Lied an Radha Krishna, das göttliche Liebespaar, welches auch Radha Madhava genannt wird. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari. Jaya Gopi Jana Vallabha
Shridivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Chayara Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jetzt vertiefe deine Atmung, nimm ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge, atme 3, 4, 5 Mal tief ein und aus. Und sobald du dich bereit fühlst, bring auch sanfte Bewegungen in den Körper, vielleicht erst kreisende Hand-Fußgelenke und dann kannst du dich auch räkeln, strecken. Bewegungen oder auch Geräusche machen, die dir jetzt gut tun und komme so ganz wieder
im Yoga-Raum auf deiner Matte an. Und komme dann, so du bereit bist, zum Sitzen. Und mach dich dann bereit für das gemeinsame Om und Shanti Chanten am Anfang der Stunde. Sitze aufrecht, möglichst entspannt, und dann atmen wir ein für das Om. Samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen in allen Welten Glück, Harmonie und göttliche Liebe erfahren. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Namaste. Herzlich willkommen zur heutigen Mantra-Yoga-Stunde. Ich heiße Devadas und Shanti Devi wird uns begleiten, auch musikalisch ein bisschen, und wird euch assistieren in der Stunde. Genau, wenn jemand Unterstützung braucht, immer gerne Hand heben, Kopfstand oder sowas. Shanti Devi wird herbeieilen. Und genau, gibt es jemand unter euch, der zum allerersten Mal an einer Mantra-Yoga-Stunde teilnimmt, bitte mal gerne Hand heben, dann erkläre ich gerne kurz. Bei einer Mantra-Yoga-Stunde, wie eben bei der Anfangsentspannung auch schon gehört, erfahren, begleite ich euch nicht nur in den Entspannungshaltungen, sondern auch in den Asanas, teilweise auch in den Atemübungen mit Mantra-Liedern, mit Kirtan-Liedern. Manchmal rezitiere ich auch ein Mantra, und das kann euch helfen, tiefer in die Asanas einzutauchen, mehr loszulassen, den Geist leichter abschalten zu lassen, in den Übungen, in der Entspannung einfach der Musik, dem Mantra zu folgen, euch in die innere Stille, innere Weite, in den inneren Herzensraum zu führen. Ja, wichtig ist auch noch zu wissen, wenn mal eine Übung, weil ich ja immer singe während den Übungen, wenn die mal zu lang ist für dich, dann mach einfach eine Zwischenentspannung, komm in die Stellung des Kindes, in die Rückenentspannung, oder komm noch ein zweites Mal in die Asana, kannst auch eine alternative Form der Asana üben, die für dich leichter ist. Ein Kissen nutzen für eine Asana zum Beispiel. Gut, dann habe ich ein Thema für heute mitgebracht. Das Thema ist Bhakti, wie von Bhakti Yoga, Bhakti, göttliche Liebe. Selbstliebe und göttliche Liebe, Bhakti soll das Thema sein heute. Und so wissen wir ja im Yoga, dass wir letztlich Teil von einem großen göttlichen Wesen sind. Es gibt letztlich, kann man sagen, nur eine Wesenheit, von der wir alle ein Teil sind. Und so gesehen ist Selbstliebe und Gottesliebe immer ganz intim miteinander verbunden. Und wenn ich auf diese Weise also ganz behutsam, liebevoll mit mir bin, was du heute gerne versuchen kannst, heute ganz liebevoll, bewusst mit dir zu sein in der Yogastunde oder auch den ganzen Tag über das mitzunehmen, so kannst du dann auch leichter, weil du ein Teil vom Ganzen bist, mit dem Ganzen und mit Gott, mit allem, was ist, mit allen anderen Lebewesen, mit Menschen liebevoll sein. Wir beginnen ganz klassisch mit Pranayama, mit einer Atemübung, und wir beginnen mit Kapalabhati, der Schnellatmung, Feueratmung. Diesmal begleite ich dich mit dem Mantra Shyam, immer auf das Ausatmen, das Herz, Bija Mantra Shyam und oder Krishna Mantra, und ich begleite dich auch im Rhythmus mit der Mridanga Trommel. Wenn das mal zu schnell, zu langsam ist, finde einfach deinen eigenen Rhythmus. Wir werden zwei Wiederholungen praktizieren, die erste langsamer, die zweite ein bisschen schneller.
Und so schließe die Augen, sitze aufrecht, möglichst entspannt, atme nochmal tief, vollständige Yoga-Atmung ein, Bauchraum, Brustraum ganz füllen und vollständig wieder ausatmen. Jetzt atme bequem ein und mach dich bereit für die erste Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, Shyam, 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 Shyam. Vollständig ausatmen. Halte den Atem eine Zeit lang im ausgeatmeten Zustand gerne an. Und sobald der Impuls zum Einatmen kommt, gib ihm nach, atme wieder vollständig ein. Fülle die Lungen ganz, richte dich auf. Atme danach wieder vollständig aus, Lungen nochmal ganz leer machen. Um dann bequem einzuatmen und den Atem anzuhalten. Und halte den Atem dann immer nur so lange an, wie es für dich möglich ist, ohne großen Druck. Und richte heute gerne deine Achtsamkeit entweder auf Solarplexus-Chakra, Manipura wie gewohnt, oder auch gerne einfach auf den Herzensraum, Herzchakra, hinter dem Brustbein, in der Wirbelsäule. Sieh dort, wenn du magst, visualisiere ein frühlingsgrün strahlendes Zentrum, eine grün strahlende Sonne, die heilsames Licht in deinen Körper, in alle Zellen ausstrahlt. Noch anhältst, kannst du jetzt ausatmen und wieder tief vollständige Yoga-Atmung einatmen und vollständig ausatmen. Noch ein zweites Mal vollständig einatmen und nochmal ganz ausatmen. Jetzt atme bequem ein und mach dich bereit für die zweite und letzte Runde Kapalabhati. Aus, ein, aus, ein, Shyam, 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 ausatmen. Genieße die Atemleere, die Stille. Sobald der Impuls kommt, atme wieder vollständige Yoga-Atmung ein. Danach atme wieder vollständig aus.
um dann bequem einzuatmen, uns den Atem erneut anzuhalten. Augen geschlossen, verweile ganz bei dir, in dir selbst, entweder im Herzzentrum oder im Zentrum hinter der Stirn, Akya Chakra, einige Zentimeter hinter der Mitte der Stirn, im Zentrum der Wahrnehmung. Sieh von dort wieder die Sonne ausstrahlen, wie sie wärmendes, heilsames Licht in alle Richtungen in deinem Körper und auch darüber hinaus ausstrahlt. Dann atme wieder aus, sobald der Impuls kommt, atme wieder normal weiter, halte die Augen gerne noch geschlossen und verweile in meditativer Haltung, genieße jetzt die Wachheit, die göttliche Kraft, diese liebevolle Energie, die du jetzt bekommen hast, aus deinem Atem. Und sei dir ganz bewusst, so wie du dich jetzt darauf verlassen kannst und immerfort, dass überall auf der Welt Luft zum Atmen für dich vorhanden ist, mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt, den du tust, so kannst du dich auch darauf verlassen, dass die göttliche Liebe überall und jederzeit gegenwärtig ist, mit jedem Atemzug und jedem Schritt, den du machst. Und so höre nun noch in meditativer Haltung ein kurzes Mantra-Gebet an Krishna, den größten Yogi. Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhaktanam Abhayam Kara, Govinda Param Ananda, Sarva Meva Shamanaya. Krishna, liebevoller, höchster Yogi, du befreist deine Vertrauten von aller Angst. Du großer Beschützer, Quelle des größten Glücks, du sorgst dafür, dass alles immerfort in Liebe ist. Und dann kannst du gerne nochmal die Sitzposition anpassen für die zweite und letzte Atemübung. Die Wechselatmung folgt gleich. Ich habe vorher leider einen Fehler gemacht. Ich bin es gewohnt, vor der Corona-Situation die Ansage mit Assistenz. Deswegen, es gibt heute keine Assistenz wegen der Corona-Krise-Situation. Und genau, jeder einfach eigenverantwortlich für sich selbst üben. Und genau, nicht überfordern, einfach genau hineinspüren. Genau, mach dich dann bereit für die Wechselatmung. Du kannst schon mal die rechte Hand in Vishnu Mudra bringen, dazu den Zeigefinger, Mittelfinger anwinkeln, Daumen, Ringfinger, kleiner Finger sind ausgestreckt wie so ein V. Kannst du mal ablegen auf dem Oberschenkel, linke Hand in Shin Mudra, Daumen und Zeigefinger zusammen. Atme nochmal tief ein durch beide Nasenlöcher. Und wieder vollständig ausatmen. Dann atme links ein, verschließe das rechte Nasenloch noch links zügig ein, atme etwa 4 Sekunden. Verschließe beide Nasenlöcher, Schulter entspannt, Arm entspannt. Halte den Atem an. Und verweile entweder im Herzzentrum hinter dem Brustbein oder auch im Zentrum der Wahrnehmung hinter der Stirn, Akya Chakra. Jetzt öffne rechts, atme rechts aus, zügig, Entschuldigung, langsam, gleichmäßig ausatmen, etwa 8 Sekunden. Rechts zügig wieder einatmen, etwa 4 Sekunden. Atem anhalten, beide Nasenlöcher schließen. Wenn du Mudras praktizierst, tu dies gerne selbstständig.
Achtsamkeit hinter der Stirn oder im Herzchakra-Bereich. Und jetzt links öffnen, ausatmen, gleichmäßig, stetig, langsamer ausatmen, als du eingeatmet hast, etwa 8 Sekunden. Atme links wieder zügig ein, 4 Sekunden. Verschließe beide Nasenlöcher, halte den Atem an und praktiziere jetzt selbstständig weiter in deiner eigenen Geschwindigkeit einige Atemzüge, die Wechselatmung, Anuloma, Viloma, und höre dabei ein Mantralied. Anandoham, ich bin göttliche Freude, ich bin göttliche Liebe. Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam, 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 Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam. Ich bin Freude, ich bin Freude, göttliche Freude, Freude bin ich. Ich bin Freude, ich bin Freude, göttliche Freude, Freude bin ich. Ich bin Liebe, ich bin Liebe, göttliche Liebe, Liebe bin ich. Ich bin Liebe, ich bin Liebe, göttliche Liebe, Liebe bin ich. Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahm, Anandam. Und
Und sobald du das nächste Mal links ausgeatmet hast, senke die Hand ab. Sitze ganz entspannt, halte die Augen noch geschlossen. Und fühle der harmonisierenden, beruhigenden Wirkung von Anuloma Viloma, der Wechselatmung, nach. Durch Anuloma Viloma, die Wechselatmung, kann der Sonnen- und Mondmeridian im Körper ausgeglichen werden, Ida und Pingala genannt, und auf diese Weise kann der Geist vollständig zur Ruhe finden. Und wenn der Geist vollständig zur Ruhe gekommen ist, zeigt sich die Qualität des wahren Selbst, und so wird vielleicht auch vollständige göttliche Liebe ganz von allein spürbar, ganz mühelos von selbst. Und dann öffne die Augen und mach dich bereit für den Sonnengruß, Surya Namaskar. Komm dann ans vordere Ende deiner Matte zum Stehen und schau, dass du genug Platz hast. Und wir werden eine kleine Vorübung heute machen, eine Herzensvorübung sozusagen, genannt Arjuna Mudra. Dazu stehe in der Berghaltung möglichst aufrecht und entspannt am vorderen Ende der Matte, die Beine, die Füße entweder zusammen oder etwa hüftbreit auseinander. Die Zehen sind in einer Linie. Kannst du mal mit dem Einatmen die Schultern hoch zu den Ohren ziehen, anspannen, Spannung halten, Atem anhalten, ausatmen, nach unten fallen lassen, Hände kurz ausschütteln oder auch Schultern kurz ausschütteln und dann zur Ruhe kommen lassen, aufrecht entspannt stehen, Kinn tendenziell ein bisschen mehr so Richtung Boden, eine angenehme Länge in den Nacken bringen, tief ein- und ausatmen. Genieße die aufrechte, kraftvolle Berghaltung. Und jetzt kombinieren wir diese Yoga-Haltung mit Arjuna Mudra. Dazu kannst du die Hände zusammengeben, die Zeigefinger nach vorne wie Pfeilspitze nach vorne und die Daumen hinten zusammen, nach hinten gerichtet Richtung Brustbein, wie ein aufgespannter Bogen nach hinten. Arjuna Mudra. Und dann kannst du die Ellenbogen nah am Körper lassen und die Daumen berühren sanft das Brustbein in der Höhe, die dir angenehm ist, und dann fahre mal, kannst die Augen gern schließen, so ein bisschen nach oben auf dem Brustbein, sanft die Daumen berühren, sanft das Brustbein dabei und wieder nach unten. Und dort, wo der Punkt ist, wenn du ihn spürst, fühlst, der dir angenehm ist, wo du so eine Resonanz, vielleicht ein Kribbeln spürst, da verweilst du und bleibst dort mit Arjuna Mudra. Die Zeigefinger nach vorne gerichtet, parallel zum Boden in etwa, Ellenbogen nah am Körper, Schultern entspannt und fühle so in den Herzensraum hinein. Arjuna Mudra ist nach Arjuna benannt, dem großen Helden und Krieger des Mahabharata-Epos, taucht auch in der Bhagavad Gita auf. Und er war zugleich ein großer Krieger, er war mutig und stark, aber zugleich auch ein Herzensmensch, ein großer Yogi, und hat sich voller Hingabe, Bhakti von Gott in der Form von Krishna leiten lassen. Und so kannst du, wenn du diese Haltung übst, zugleich in der kraftvolle, aufrechte Haltung finden und zugleich mit deinem Herzen verbunden sein, deinen Herzensprinzipien treu bleiben. Und so atme noch einige Male tief entspannt ein und genieße diese Herzenshaltung. Und mit
mit jedem nächsten Ausatmen kannst du dann die Hände absinken lassen. Kannst gerne auch die Augen wieder öffnen. Und jetzt mache dich bereit, stelle dich auf Bewegung ein für Surya Namaskar. Wir werden das heute so durchführen, dass ich dich einmal rechts und einmal links mit Ansage begleite, sodass du reinfinden kannst. Und dann begleite ich dich mit den Surya Mantras, mit den Sonnenmantras an Namen des Sonnengottes. Und jedes Mantra beginnt mit einem Om. Jedes Mantra ist ein Teil der Übung. Es sind 12 Mantras, 12 Sonnengrußteile. Versuche aber dennoch in einem stetigen Fluss zu bleiben, also die Übung in etwa so ineinander überfließen zu lassen. Und wenn es dir zu schnell, zu langsam sein sollte, am Schluss steige ich ein bisschen ins Tempo, finde einfach deinen eigenen Rhythmus. Wenn es dir zu viel ist, komm in die Stellung des Kindes oder bleib stehen, atme weiter. Gut, dann beginnen wir. Einatmen, ausatmen, Namaste. Unterarme parallel zum Boden, Hände leichter Druck zueinander. Einatmen, nach oben strecken. Wer möchte, aus dem oberen Rücken leicht nach hinten neigen. Ausatmen, Hände nach vorne bringen, neben die Füße. Die Zehen und Finger sind in etwa in einer Linie. Einatmen, rechter Fuß nach hinten, Blick nach vorne, Sprinterhaltung. Luft anhalten, Liegestützstellung. Körper ist in einer Linie. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zu Boden bringen, Ellenbogen nah am Körper. Einatmen, hochdrücken vorne in die Kobra, Ellenbogen nah am Körper. Ausatmen, herabschauender Hund, Fersen drücken in die Matte, streben zu Boden, Rücken schön lang machen. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, zwischen die Hände, Blick nach vorne. Ausatmen, anderen Fuß dazu, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben kommen, wer möchte wieder leicht nach hinten neigen, aus dem oberen Rücken. Ausatmen, Arme sinken lassen. Einatmen, ausatmen, Namaste. Einatmen, nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, linker Fuß nach hinten, Sprinter, Blick nach vorne. Luft anhalten, Liegestützstellung, Körper in einer Linie. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zu Boden, Ellenbogen nah am Körper. Einatmen, Hüfte drückt in den Boden, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund, Fersen streben zur Matte. Einatmen, linker Fuß nach vorne. Ausatmen, anderer Fuß, Vorwärtsbeuge. Einatmen, nach oben. Ausatmen, Arme sinken lassen. Jetzt in Begleitung der Surya Mantras, jedes Mantra ein Teil der Übung. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha,
Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Yenagabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Arichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Jetzt nochmal einmal rechts, einmal links, ganz bewusst langsam. Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Makaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravayi Namaha, Om Suyaya Namaha, Om Banavi Namaha, Om Makaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Henegabaya Namaha, Om Marichayi Namaha, Om Akaya Namaha, Om Marichaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Dann verweile noch kurz in der aufrechten, stehenden Haltung. Halte die Augen gerne geschlossen und spüre tiefe Atemzüge atmend die aktivierende, kraftspendende Wirkung von Surya Namaskar. Und nun komme ans hintere Ende deiner Matte in die Stellung des Kindes. In der Stellung des Kindes achte auch darauf, dass das Gesäß auf den Fersen zur Ruhe kommt. Ansonsten nutze gerne ein Kissen zwischen Gesäß und Fersen. Und so kannst du einatmen und ausatmen und immer mehr entspannen und das Gesäß, den Rücken, die Schultern, den Nacken
Richtung Erde sinken lassen. Lass den Atem jetzt ganz bewusst zur Ruhe kommen. Und während du dich noch in der Stellung des Kindes befindest, kannst du dir jetzt überlegen, entscheide jetzt, welche Umkehrhaltung du heute praktizieren möchtest. Zum Beispiel ganz klassisch den Kopfstand. Wenn dir das nicht so lieb ist und wir haben heute ja auch keine Unterstützung, keine Hilfestellung, dann kannst du auch zum Beispiel den Delfin üben, eine Vorübung oder eine andere Übung. Nur nicht den Kopfstand, nur nicht den Schulterstand, den werden wir später gemeinsam praktizieren. Und so kannst du dich jetzt einatmend Wirbel für Wirbel aufrichten und zum Beispiel den Kopfstand aufbauen oder den herabschauenden Hund praktizieren oder Delfin oder sogar eine fortgeschrittenere Asana wie Skorpion, Handstand. Aber nur, wenn du dich damit sicher fühlst. Und ich begleite dich dabei in dieser Asana, zum Beispiel im Kopfstand, durch die Umkehrhaltung wird auch viel Prana im Kopfraum aktiviert, das Kronenchakra wird aktiviert und so singe ich das Gayatri-Mantra, welches von diesem göttlichen Kronenzentrum singt, in dem wir alle ein Wesen sind. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Variniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Variniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Variniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Ich sehe das göttliche Licht strahlend so wunderschön zu sehen, wie Gott mich schaut durch all unsere Augenlicht. Ich sehe das göttliche Licht strahlend so wunderschön zu fühlen, wie Gott mich liebt durch all unsere Körperlicht. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Variniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. In der Umkehrhaltung befindest, dann komme jetzt kontrolliert zurück in die Stellung des Kindes. Richte dich in der Stellung des Kindes wieder ganz bequem ein, sodass du für etwa 2 Minuten ganz entspannt sein kannst. Und fühle dich jetzt wirklich dem Namen nach
in die Stellung des Kindes hinein. Fühle dich wie ein göttliches Kind, was auf der Erde inkarniert ist und was sich jederzeit immer wieder wie ein göttliches Kind der göttlichen Mutter, Mutter Erde und Gott anvertrauen kann. Ganz so wie es Gopal Krishna, der kleine junge Krishna, getan hat, der sich immerfort vollkommen seiner Mutter Yashoda und auch der Erde und der göttlichen Kraft anvertraut hat. Und so höre nun noch kurz ein Gopal-Mantra. Jayananda Yashoda Dulal Girivaradari Gopal Jayananda Yashoda Yashoda Dulal Girivaradari Gopal 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 Gopal, 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 Gopal. Jayananda Yashoda Dula Girivaradari Gopal Jayananda Yashoda Dulal Girivaradari Gopal 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 Und dann komme langsam mit dem nächsten Einatmen beginnend Wirbel für Wirbel nach oben. Und dann strecke die Beine nach vorne aus und komme in die Rückenlage. Und mache dich jetzt bereit für die folgenden beiden Asanas der Yoga Vidya Reihe. Für den Schulterstand und danach kannst du, wenn du magst, auch in den Pflug kommen. Schau auch, dass du für den Pflug hinten, wenn du ein Kissen brauchst, das schon dir zurechtlegst hinter dem Kopf und schau auch, dass du genug Platz hast. Und so hast du nun etwa 4 Minuten, 5 Minuten Zeit und kannst nach Belieben eine gewisse Zeit im Schulterstand bleiben und danach, wenn du dich bereit fühlst, in den Pflug kommen und danach gerne auch nochmal in den Schulterstand. Und ich begleite dich dabei mit einem Mantralied Om Tare Tu Tare an die Göttin Tara. Und so kannst du dich bei diesen Asanas voll und ganz Mutter Erde anvertrauen und dir bewusst sein, dass du immer getragen wirst und voll und ganz angenommen wirst, so wie du jetzt bist. Im Schulterstand volle Selbstannahme, Liebe üben, in der Gewissheit, dass die göttliche Mutter dich liebt. Und beim
wenn du dann in den Flug übergehst, kannst du Geduld üben in der Gewissheit, dass Tara, die Göttin, dich immerfort ganz geduldig begleitet. Om Tari Tu Tari Turi Soha 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 Wenn du dich noch in einer Yoga-Stellung befindest, komme ausatmend wieder zurück in die Rückenentspannungslage. Verweile hier ein paar Atemzüge. Du kannst auch, wenn du magst, den Nacken mal den Kopf zur einen Seite drehen und dann sanft zur anderen Seite drehen und so den Nacken ein bisschen lockern. Und jetzt kannst du dich auch gleich bereit machen für die Gegenbewegung, für den Fisch, Matsyasana. Kannst du entweder
wie gewohnt aufbauen, indem du die Hände und auch die Ellenbogen, die Unterarme unter den Körper bringst. Dadurch wirbt sich das Brustbein schon nach oben. Oder du kannst auch ein Kissen nutzen, wenn du ganz entspannt den Fisch halten willst und es in den oberen Rücken unter den Brustraum legen. Und so baue jetzt den Fisch auf, atme tief ein und aus, vollständige Atmung. Und spüre die Weite, vor allem auch im Brust, im Herzensraum. Und lass dich jetzt begleiten von einem Lied an Radha Krishna, Hare Krishna, das göttliche Liebespaar. Hare Krishna. Findest, kannst du jetzt einatmend nach vorne blicken, ausatmend, komm in die Rückenentspannungslage, entferne das Kissen, wenn du eins benutzt hast. Und jetzt bringe die Knie Richtung Brust, umfasse die Knie mit den Händen und dann mach schaukelnde Bewegungen von oben nach unten. Massiere den Rücken der Länge nach. Lasse die Schaukelbewegung dann allmählich stärker werden. Und komme dann noch ein paar Mal schaukeln mit Schwung in den langen Sitz mit gestreckten Beinen nach vorne zum Sitzen.
Und jetzt mach dich bereit für Paschimottanasana, Asana, die sitzende Vorwärtsbeuge. Dazu kannst du auch gerne die Gesäßhälfte ein bisschen nach hinten ziehen, dich aufrichten. Gerne auch die Hände in den Boden stützen. Und dann einatmend die Arme weit nach oben strecken, Rücken schön lang machen, ausatmend Hände, Arme, Rücken nach vorne neigen, ausatmen, entspannen. Dies ist eine Asana der Entspannung, der Hingabe, des Loslassens. Atme tief ein und aus. Und vielleicht vermagst du dann immer vielleicht ein bisschen weiter, wie von selbst hineinzusinken irgendwann, sodass irgendwann oder auch schon bald der Bauch auf den Oberschenkeln zur Ruhe kommt. Und so lass dich wieder begleiten von Hare Krishna, dem Lied an Radha Krishna, das göttliche Liebespaar, die immerfort in liebevoller Hingabe miteinander verbunden sind. Hare Krishna. Strecke die Arme weit nach oben zum Himmel aus und ausatmen. Bringe die Hände hinter den Körper, stütze dich auf der Matte ab und dann mit dem Einatmen drücke dich hoch in die schiefe Ebene, einatmend schön hochdrücken, Hüfte weit hoch zum Himmel. Und wenn es der Nacken erlaubt, wenn du keine Probleme im Nacken hast, kannst du den Kopf in den Nacken legen. Atme tief ein und aus, schöpfe Kraft aus deinem Atem. Und verweile nur 108 Atemzüge. Ach, ich habe mich versprochen, dass vielleicht insgesamt 8 Atemzüge. Noch 3, wenn du schaffst.
Und noch ein letztes Mal tief einatmen, wenn du kannst, noch ein bisschen weiter nach oben die Hüfte und ausatmen, zurück zur Matte kommen. Und dann kannst du dich seitlich nach vorne drehen oder die Beine verschränken und so nach vorne kommen in die Bauchentspannungslage. Und spüre in der Bauchentspannungslage ganz bewusst auch, wenn du magst, in deinen Herzensraum wieder hinein. Und spüre, wie über den Herz-Mama-Punkt, der auf dem Brustbein ist, der Herz-Vital-Punkt, du vielleicht den Kontakt zu deiner Matte, zum Boden, zu Mutter Erde vielleicht sogar spüren kannst. Du kannst auch dir vorstellen, dass du von deinem Herzen zum Herzen der Erde ausatmest, zum Zentrum der Erde, vielleicht so ein rötlich strahlendes Zentrum, im Mittelpunkt unseres schönen Planeten. Und dann mit dem Einatmen atmest du Prana aus der Erde in dein eigenes Herz, ein frühlingsgrün strahlendes Zentrum ein. Und ausatmen kannst du wieder Prana zurück zur Erde fließen lassen, einatmen ins Herz einströmen lassen. Und jetzt kannst du dich bereit machen für die folgenden Asanas. Zum Beispiel kannst du jetzt drei Asanas ganz klassisch üben, die in der Reihe folgen. Cobra, Bhujang Asana. Du kannst auch gerne ein bisschen dich fordern, wenn du dich danach fühlst, ein bisschen weiter hoch, dann komm in die Königskobra, muss aber auch gar nicht sein. Danach kannst du wieder in die Bauchentspannungslage kommen und dann selbstständig in Begleitung des Mantra-Liedes, was ich gleich singen werde, in Shalabhasana kommen, die Heuschrecke, und ganz zum Schluss kannst du gerne auch den Bogen aufbauen, kannst auch eine Variante wie das Boot praktizieren zum Beispiel. Und dabei begleite ich dich mit dem Löwenmantra, Narasimha-Mantra, welches von Gott in Löwenform singt, der für Kraft und Stärke und Lebensmut steht, aber auch zugleich für das höhere Bewusstsein, die höhere Anbindung an das göttliche Bewusstsein steht, den inneren Beobachter. Und so stärkt es auch die Fähigkeit in dir, Angst von wahrer Liebe oder wahre Kraft von Schwäche zu unterscheiden. Und so beginne mit der Kobra, mit den Asanas. Mach auch ausreichende Entspannung, wenn du das brauchst. In Begleitung des Narasimha-Mantras. Namaste Narasimhaya Prahlada Daraine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankana Kalaye Namaste Narasimhaya Prahlada Daraine Hiranyakashipo Vakshaha Shila Tankana Kalaye Yito Nisimho Parato Nisimho Yato Yato Yamitato Nisimho Bahia Nisimho Hridaye Nisimho Narasimha Marim Sharanam Prapadye Ito Narasimha Parato Narasimha Yato Yato Yamitato Narasimha
Bahiyana Simho Ridaye Nasimho Narasimha Madim Sharanam Prapadye. Du Löwenschöne Lichtgestalt, brennst hinfort die Dunkelheit, wohin ich auch geh, du bist da. Löwenkraft ist überall, ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Du Löwenschöne Lichtgestalt, brennst hinfort die Dunkelheit, wohin ich auch geh, du bist da. Löwenkraft ist überall, ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ich öffne mich meiner wahren Kraft, die liebend Leben ewig schafft. Ukram Viram Mahavishnum Svarantam Savato Mukham Nishimham Vishanam Batram Mrityo Mrityum Namam Yaham Ukram Viram Mahavishnum Svarantam Savato Mukham Nishimham Vishanam Batram Mrityo Mrityum Namam Yaham Ukram Viram Mahavishnum Svarantam Savato Mukham Nishimham Vishanam Batram Mrityo Mrityum Namam Yaham Ukram Viram Mahavishnum Svarantam Savato Mukham Nishimham Vishanam Batram Mrityo Mrityum Namam Yaham. Asana befindest, kannst du es wieder zurück in die Bauchentspannungslage dich sinken lassen. In der Bauchentspannungslage lasse ganz los, atme entspannt, tief weiter ein und aus. Und höre nur noch ein kurzes Stück Lyrik in meditativer Haltung. Und so, wenn das Bewusstsein immer mehr erwacht, wenn der innere Beobachter immer wacher wird, diese Löwenkraft in dir, dann geschieht es, dass auch sich die Erde wandelt, alle Wahrnehmung wandelt sich. Himmel auf Erden. So unbeschreiblich wunderbar, ich sehe Gott wandelnd auf Erden. Mitten unter uns schau hinein, in jedes Gesicht voll Süße fein. Durch aller Wesen Augen liebt sie mich, angenommen, umarmt, vollkommen Licht. Arbeit und Freizeit sind jetzt eins, stetig, freudvoll fließend, sich ungehemmt ergießend, reinste, höchste Inspiration aus Göttin hinein in unseren Tempel fein. Überall, Zeit ist immer frei.
des Menschen wahres Handeln frei. Angst und Sorgen schatten klein, weichem schönem Selbst des Lichtem Schein. Wir sind jetzt hier erwacht, ich sehe den Himmel auf Erden, wer hätte das gedacht? Jenseits von Denken, ewiges Werden, immer schön, voller dankbarem, liebevollem Sein. Und dann kannst du dich hochdrücken, in die Vierfüßlerstellung kommen. Und in der Vierfüßlerstellung kannst du ein paar Katzenbewegungen machen, ausatmen, einen schönen Katzenbuckel machen, einatmen, Rücken gerade in die Kuh, ausatmen in die Katze, Maricha Asana. Und mach das so 5, 6, 7 Mal in deinem eigenen Atemrhythmus und entspanne auf diese Weise deinen Rücken. Ich mache auch mal mit, da freue ich mich immer die ganze Stunde drauf, wenn man hier so sitzt. Hinterläufe der Katze auf die Fersen setzen, die Hände ein bisschen spreizen und dann machen wir noch die Raubkatze sozusagen, den Löwen. Vielleicht kennt ihr das eigentlich, wenn ihr es nicht kennt, die Hände schön spreizen, wie so Krallen, dann tief einatmen und dann vollständig ausatmen, die Zunge maximal rausstrecken bis zur Brust oder sowas und ihr könnt die Augen weit aufreißen, auch gerne so ein fauchendes Geräusch machen, gerne alle Emotionen, alle Liebe, alle Aggression, was da ist, reinbringen. Also tief einatmen und der Löwe. Und nochmal. Und letztes Mal, gebt alles. Ja, sehr schön. Ich habe auch die Erde fast ein bisschen beben spüren hier vorne. Dann kannst du dich seitlich von deinen Fersen links auf die Matte setzen und dann dich bereit machen für den Drehsitz Adho Mukha Svanasana. Dazu, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, musst du jetzt den rechten Fuß übers linke Knie bringen. Und das rechte Bein ist aufgestellt. Dann schau, dass du schön aufrecht sitzt und kannst dich auch am Bein ein bisschen aufrichten. Dann den rechten Arm nach oben bringen, Rücken schön lang machen und dann nach rechts hinten drehen in den Drehsitz. Und den Drehsitz, der ist ja nach Matsyendra Muni benannt, deswegen heißt der auch Adho Matsyendra Asana. Da ist es Matsyendra Muni gelungen, die Erleuchtung, volle Selbsterkenntnis zu erlangen und er hat dieses Yoga-Wissen, was ihn dazu gebracht hat, von Shiva bekommen und so singe ich Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Shivaya Namah. Wieder nach oben, strecke ich weit aus, komme nach vorne, senke den rechten Arm ab und dann baue den Drehsitz zur anderen, zur linken Seite auf.
Stelle jetzt das linke Bein auf, bringe den linken Fuß übers rechte Knie und bringe dann den linken Arm nach oben und drehe dich nach links hinten. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shambho Shankara Namah Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya, Shambho Shankara Namah Shivaya, Girija Shankara Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya, Arunachala Shiva Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Und einatmend, bringe den Arm wieder nach oben, lass ihn absinken nach vorne. Mach gerne Ausgleichsbewegung zur anderen Seite. Und dann komme langsam zum Stehen. Und im Stehen kannst du dich mal lang nach oben ausstrecken zum Himmel und ausatmen, nach vorne sinken in die stehende Vorwärtsbeuge. In der stehenden Vorwärtsbeuge ähnlich wie in der sitzenden Vorwärtsbeuge. Durch Ausatmen kannst du immer weicher in den Muskeln, Bändern werden, dich vielleicht ein bisschen tiefer hineinsinken lassen. Und stell dich darauf ein, jetzt vielleicht 2 Minuten circa zu bleiben. Ist auch eine sehr energetische Asana, die Himmel und Erde sozusagen miteinander verbindet. Und wenn das Kronenchakra, wie im Kundalini-Yoga beschrieben, sich mit dem Wurzelchakra, mit dem Potenzial verbindet, stellt sich das Erwachen im Menschen ein, spirituelles Erwachen geschieht. Und so höre in meditative Haltung sanft weiter atmend ein weiteres Gedicht. Erwachen. Erwachen, oh, ist es nicht zum Lachen, wie jemand sich anmaßt, davon zu sprechen. Man denkt, es sei undenkbar, das zu machen, und hat recht, undenkbar der Seele erwachen. Ich bin hier und zugleich dort eins in Gott. Ursonne ich bin und ihr gleißend Strahl. Sehe, fühle, höre der stille, weite Liebespracht. Bin eins in uns, hier jetzt, in voller, reiner Macht. Diese übergroße, süße Quelle, frei von Qual, pulsiert als Leben sich entfaltend, liebend eins. Ich fühle mich jetzt ganz, bedingungsfrei, geliebt. Nichts zu tun, denn alles Tun entspringt der Liebe sein. Nichts zum Sorgen, Gedanken sind voll dankbar sein. Ich bin hier und wir sind süßlich frei, geliebt. Immer waren wir hier, wir niemals fort vom Hier. Das wahre Selbst, ewig freudig seiend, ist wahrhaft immer hier erwacht. Und dann mit dem nächsten Einatmen kannst du dich bewusst langsam auch gerne über mehrere Atemzüge aufrichten. Und dann haben wir noch Zeit für eine letzte Asana. Dazu kannst du dich seitlich auf die Matte stellen, Blick zum Fenster für das Dreieck Trikorn Asana. Die Füße mehr als schulterbreit auseinander und
die Arme seitlich nach außen, dann mit dem Einatmen kannst du den rechten Arm nach oben heben und ausatmen, dann nach links neigen, linker Arm nach unten oder hinter den Rücken, wie es dir lieber ist, und nur seitlich die Dehnung in der rechten Flanke, die Dehnung, die Spannung vom rechten Fuß bis zur rechten Handspitze, Fingerspitze fühlen. Tief weiter ein- und ausatmen, nicht in der Hüfte verdrehen. Und dann tief einatmen, nach oben kommen, gerade Arm absinken lassen nach rechts. Jetzt einatmen, rechten Arm nach oben bringen und zur rechten Seite neigen. Auch hier tief weiter ein- und ausatmen, nicht in der Hüfte verdrehen, einfach die Dehnung in der linken Körperseite spüren. Und mit dem nächsten Einatmen wieder aufrichten, schön lang machen, ausatmen, Arm absinken lassen. Dann kannst du die Beine zusammenbringen und dich bereit machen für die letzte Asana, für Shavasana, die Endentspannung. Ihr könnt euch so anziehen, wie ihr das braucht, oder auch zudecken, dass dir warm genug ist, du bequem liegen kannst für die nächsten etwa letzten 15 Minuten. So lege dich ganz bequem in Shavasana in die Rückenentspannungslage. Die Schultern sind etwa hüftbreit auseinander, die Zehen fallen entspannt nach außen. Die Hände ein bisschen abgewinkelt vom Körper, die Arme. Der Kopf liegt sanft auf der Matte abgelegt, in Verlängerung der Wirbelsäule möglichst gerade. Du kannst auch mal das Kinn leicht Richtung Brust neigen und so eine angenehme Länge in den Nacken bringen. Jetzt atme wieder ein paar Mal tief ein und aus, nimm bewusst tiefe, vollständige Atemzüge, Bauch, Brustraum füllen und ausatmend lasse los. Atme alle Anspannung aus, atme auf diese Weise in deinem eigenen Rhythmus etwa 5-mal tief ein und aus, einatmen, atme göttliche Liebe in Form von Prana, Lebensluft ein. Und atme alle Anstrengung und Anspannung aus. Lass sie, übergib sie Mutter Erde, lass sie in den Boden absinken. Und wenn du auf diese Weise einige Male tief Luft geholt hast, dann lass den Atem ganz natürlich frei weiterfließen. Der Atem kann dabei flacher werden, immer sanfter werden. Nimm jetzt auch ganz bewusst wahr, wie du auf deiner Matte aufliegst. Werde dir jetzt ganz bewusst, dass es nichts zu tun gibt. Du kannst einfach so, wie du jetzt bist, da liegen. Es gibt nichts zu tun, du wirst getragen von Mutter Erde, so wie du jetzt bist, so wie sie die Menschheit, die göttliche Mutter in Form von Mutter Erde schon seit Äonen trägt. Du kannst einfach loslassen, dich der göttlichen Kraft, dem göttlichen Bewusstsein anvertrauen. Sanftes Einatmen und Ausatmen geschieht wie von selbst.
Und mit dem Ausatmen darfst du immer mehr loslassen und entspannen. Und wenn du schon so immer entspannter da liegst, höre nur noch ein letztes Stück Lyrik. Ewig Licht. Liege hier, Mutter Erde, mich bedingungslos tragend. Liebevoll sanft berührend, ihr Atem mich wiegt. Schatten von damals in mir jetzt sind besiegt. Weiß lichtes Land, so duftend fein, hervorragend. Blumen, Wiesen, Wälder, ewig farbenfroh. Herbst und Frühling sich zauberhaft vereinen. Und ewiger Freund, löwenschöne Lichtgestalt, ist immer hier bei mir, in mir dem einen. Einen von uns gibt es nur, das erkannt gibt mir Frieden. Total im Selbst zufrieden sehe ich, wie Schmetterling Pegasus sich anmutig erhebt, sich unaufhaltsam, freudig stürzend ins freie Leben. Kraftvoll weiß bunter Flügelschlag die Schwere aufhebt. Mein innerer Weg beginnt jetzt voll wahrstem Lieben. Immer entgegen wunderschönst goldner Sonne ewig Licht. Wenn du immer entspannter werden, sanft atmen da liegst, kannst du weiterhin mit jedem Ausatmen mehr und mehr loslassen und dir vorstellen, dass dein Körper immer leichter wird. Fühle deinen Körper in seiner Gesamtheit, wie er auf der Matte, auf dem Boden aufliegt und getragen wird. Einatmen strömt weiterhin frisches Prana, göttliche Liebes- und Lichtenergie ein, Leichtigkeit. Und ausatmen kannst du alle Schwere, allen Ballast loslassen, ausatmen. Atme Lichtenergie ein, Leichtigkeit. Und atme alle Schwere und Anspannung aus. Werde auf diese Weise immer leichter. Fühle, wie der Körper leichter und leichter wird. Immer lichtvoller, leicht. Und vielleicht mag es dir dann irgendwann so scheinen, dass du den Körper nicht mehr so wahrnimmst, oder dass er ganz leicht scheint. Vielleicht auch sogar wie schwebend, aber hab keine Furcht. Du bist getragen, auch von den Prana-Strömen der Luft. Vertrau dich einfach dem göttlichen Bewusstsein an, mit jedem Ein- und Ausatmen. Und wenn du jetzt magst, kannst du dich sanft ein- und ausatmen, mit jedem Ausatmen immer weiter und weiter deinem höheren Bewusstsein anvertrauen, deinem spirituellen Herz, kannst dich immer mehr in dein Zentrum, in deinen Herzensraum hineinsinken lassen. Und je entspannter du bist, desto lichtvoll leichter es wird, desto mehr kannst du vielleicht diese göttlichen Qualitäten wahrnehmen, die immer schon von jeher in dir vorhanden sind, göttliche Liebe, Licht, Leichtigkeit und Freude. Und hin zu diesem Zustand von Ananda, göttlicher Freude und Liebe, begleite ich dich nun wieder mit einem Lied an das göttliche Liebespaar Radha und Krishna, die immerfort in göttlicher Liebe sind. Jaya da da ma da ba.
Panjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Vada Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Jana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Panjabihari. Jetzt kannst du wieder deinen Atem vertiefen. Und während du noch da liegst, kannst du gerne mit geschlossenen Augen noch eine Affirmation deiner Wahl wiederholen oder folgende Affirmation dreimal in deinem Geiste wiederholen. Ich bin immerfort in Kontakt mit der göttlichen Liebe. Ich bin immerfort in Kontakt mit der göttlichen Liebe. Und dann kannst du Bewegung in den Körper bringen, dich gerne strecken. Und dann komme zum Sitzen in aufrechte und bequeme Sitzhaltung für das gemeinsame Om Chan. Atme ein. Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen in allen Welten Glück, Harmonie und göttliche Liebe erfahren.
Om Shanti Shanti Shanti. Praxis. Namaste. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne nach vorne kommen. Wir haben auch CDs mitgebracht und ich habe auch aus meinem Buch vorgelesen. Die gibt es da vorne. Gibt es auch im Shop, wenn ihr sie hier nicht wollt oder dort schauen wollt in Ruhe. Und ja, eine CD gibt es auch, erwähnenswert vielleicht, die heißt Bhakti. Ist eine Mantra-Yoga-Stunde. Im Prinzip genau die Mantra-Yoga-Stunde, so mit Ansage und Musik, wie wir sie heute praktiziert haben. Habe ich auch hier oder im Shop. Genau, es gibt noch weitere Mantra-Yoga-Stunden. Wir sind circa 2 Wochen hier. Also zum Beispiel morgen Vormittag, ich weiß keinen Raum nicht, 9.15 Uhr. Und am Dienstagnachmittag ist dann 16.15 Uhr. Vielen Dank.